Hallo, hier ist Ina von den Papierverrückten. Ich habe euch heute eine Verpackung mitgebracht. Und zwar für einen Tee. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! So, für unser Projekt heute brauchen wir unsere Teepackung, die wir verpacken wollen. Wir brauchen ein 12x12 Inch Papier, also wir brauchen in einer Länge tatsächlich die 30,5 cm. Die sind sogar ein bisschen zu knapp, man würde eigentlich besser 31 cm haben, aber das haben wir nicht, deshalb müssen wir damit leben. Und also Kleber, Schere natürlich, was man sonst immer so braucht. So. Wir schneiden uns das Blatt zurecht. Und zwar, wie gesagt, eine Seite bleibt 30,5 und bei mir sind am Rand ganz leichte UV-Schäden am Papier. Da habe ich mir die Seite rausgesucht, wo es am stärksten ist. Und da brauchen wir 28,6 cm. Das heißt, 28,6 ist hier. Das war die Frage, weil hier auch so ein bisschen Schäden sind. Machen wir es doch lieber so, dass ich an beiden Seiten ein bisschen was abnehme. So, 28,6 nochmal prüfen. Okay, dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz, sagt man so gerne. 6, oh, komm. Wir falzen gerade die kurze Seite und zwar bei 0,7, das haben wir schon gemacht. Dann bei 8,2. 1, 2. Dann bei 22,3. 2, 3. Und bei 29,8, das ist jetzt das hintere, das ist 0,7 von der anderen Seite. So, Delle. Dann drehen wir, die Seiten sind nachher gleichwertig. Also jetzt mache ich auch wieder von beiden Seiten das gleiche. Das heißt, es ist egal, wie rum ihr es macht. 7,5. Und dann 13,8. Und jetzt könnte man es rumdrehen oder halt einfach weitermachen. Wie gesagt, es ist exakt das gleiche. 21,3, also zumindest wenn man richtig gerechnet hat. Und dann 7. Achso, halt nee, ich habe ja noch eine Dingslasche habe ich ja noch, eine Klebelasche. Ich hoffe, das ist egal, wie rum man es gedreht hat. Oder ob ich mich wieder vertüdelt habe. Ach ja, das ist nämlich schon der zweite Film, den ich hier drehe. Mein erster Versuch hat gar nicht geklappt. So. Dann falzen wir alles einmal nach. Ich habe, glaube ich, kein Stempelset, wo Erdbeeren drauf sind. Das wäre jetzt natürlich perfekt. Habe ich aber nicht. Ich kann höchstens mal gucken in meiner Kiste. Ich habe einen Katalog von Christina gekriegt. Sie hat mir alle ihre Stempelkissen, nicht Stempelkissen, ihre Stempelsets abfotografiert. Nicht abfotografiert, abkopiert. Das heißt, ich kann in meinen Sachen gucken, was Christina hat, wenn ich mal ganz dringend was brauchen sollte. Wenn ihr eine Freundin habt, mit der ihr gerne bastelt, mit der ihr viel macht, ist das durchaus auch eine Idee. So, jetzt muss ich kurz überlegen. So, das hier kommt prinzipiell weg, obwohl wir hier
Klebelaschen stehen lassen müssen. Also um den Gedanken von eben abzuschließen, wenn ihr eine Freundin habt, mit der ihr viel bastelt, euch regelmäßig trefft zum Basteln, dann ist das durchaus eine Überlegung, dass man sich gegenseitig die Stempelsets so, ja, fotografiert zum Beispiel oder eben kopiert, dass die andere weiß, was man hat. Das ist immer ganz praktisch, weil wir schon dann uns gegenseitig angerufen haben, ah, sag mal, du hast doch das, kann ich mir das mal ausleihen oder kann ich kommen und es benutzen. Dann muss nicht jeder immer alles haben, weil die Sachen ja doch nicht so billig sind. Schneide ich noch ein bisschen sauberer her. Ja, meistens lohnt es sich tatsächlich, die Falzlinie wirklich ganz wegzuschneiden. Aber wenn man auf der Falzlinie schneidet, vielleicht seht ihr das, dann sieht das so ein bisschen, ja, man kriegt es einfach nicht schön geschnitten. Und wenn man die Falzlinie ganz wegschneidet, dann passt das in aller Regel ganz gut. So, das ist das. Dann sind das hier unsere Klebelaschen, die brauchen wir. Der komplette Rest hier kann aber weg. Ist auch wieder Klebelasche, also kann ich so schneiden. Da kann zwar noch mehr weg, aber ich gehe das immer gern systematisch durch. Dann schneidet man nachher was weg, was man nicht weghaben möchte. Hier gilt natürlich auch wieder, wer das mit dem Cuttermesser machen will, macht das mit dem Cuttermesser. Wer mit dem Schneider da zurechtkommt, macht das mit dem Schneider. Ich mache das gerne mit der Schere. Da habe ich persönlich ein bisschen mehr Kontrolle drüber. So, das hier kann jetzt auch komplett weg, diese Panels. Nur, dass hier wieder eine Klebelasche stehen gelassen werden muss. Und hier drüben genauso. Und dann erkennt ihr das schon mit dieser T-Form. Also zumindest habe ich das noch aus der Schule in Erinnerung, dass alles, was nachher irgendwie ein Würfel oder was ähnliches werden soll, immer so eine T-Form ist. Eine riesengroße Papierschlacht später sieht es jetzt so aus. Ich habe meinen Sohn, also ich habe mir alle Papiere rausgesucht, gehabt, alle Designpapiere, die diese Farbe haben, und habe meinem Sohn gesagt, er soll sich raussuchen, welches er für seine Erzieherin haben möchte. Er hat sich das mit den Herzchen rausgesucht. Also kriegt sie das mit den Herzchen, auch wenn ich es etwas extrem finde. Dann habe ich verschiedene Sachen gestempelt. Ich wollte erst einen vielen Dank drauf machen, aber in der Ausrichtung ist es zu groß und so finde ich die Ausrichtung blöd. Also kommt das in meine Kiste. Dann habe ich das hier gefunden. Das werde ich drauf machen und für innen rein dann die beiden Sachen. Irgendwie so. Und ich habe zugeschnitten Designpapier zum Verblenden. Zwei kleine für die Seiten. Und zwar immer einfach ein Stück kleiner, als die Fläche groß ist. Und das werde ich jetzt in aller Ruhe aufkleben.
hat euch gefallen. Mal eine kleine Verpackungsidee für einen Tee. Ich bereite das vor, dass ich euch auch mal zeige, wie man sich solche Verpackungen selbstständig planen kann. Da muss ich mir aber noch ein bisschen genau überlegen, wie ich das euch am besten erkläre. Aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, das kommt in ein paar Wochen. Und bis dahin würde ich sagen, viel Spaß beim Basteln. Macht's gut!